So Leute, ich zocke heute nochmal VR, weil das Spiel geht mir richtig geil ab. Das Spiel nennt sich InDev. Gespielt wird hier mit den Move-Controllern. Ich habe mittlerweile schon die Armbrust freigeschaltet. Anfangs hat man hier nur so einen. Da hinten ist er irgendwo, warte mal, ich zeige euch das mal. Anfangs hat man nur diesen Bogen hier. Aber mit dem fand ich das ziemlich scheiße, weil man den immer so halten muss, so spannen muss und irgendwie hat da manchmal das Tracking versagt, wenn die Controller zu dicht beieinander waren, keine Ahnung. Wesentlich geiler ist hier die Armbrust, mit der man einfach einhändig zielt. Und das geht wesentlich geiler, wirklich. Die hat auch mehr, macht auch, glaube ich, mehr Damage. Also InDev hat prozedural generierte Level, also immer wieder zufällig angeordnetes Level-Design. Weiter wie im zweiten Level, also in den ersten Endboss habe ich schon gesiegt, war ich bisher nicht. Man fightet hier gegen Ritter, Dämonen, Mönche und man sollte möglichst versuchen. Jetzt geht's hier schon direkt los. Eieieiei, man sollte möglichst versuchen, die gleich immer mit einem Headshot kalt zu machen. Warte mal, hier steht einer. War ein Headshot. Zweimal vorbei. Okay. Noch ein Headshot. Da kommt ein Pfeil. Man muss manchmal. Oh, leck mich doch am Arsch. Ziemlich schnell hier mit dem Schild reagieren. So. Jetzt kann ich erst noch mal reden. Ey, man muss sich hier schon konzentrieren. Ey. Warte mal, holen wir den hinten noch weg. Also, man hat hier ein Schild. Ein Pfeil geflogen kommt, ich weiß nicht, ob man das eben gesehen hat, kann man den mit dem Schild abwehren, auch Nahkampfangriffe. Ja, Schild kann ich einfach aufrufen, indem ich hier unten die, keine Ahnung, wie die Taste heißt, die untere Taste der Move-Controller aktiviert den Schild. So, anfangs hat man erstmal hier nur diesen Standardpfeil und hat hier noch vier freie Slots, wo man dann, es gibt Sprengpfeile, Eispfeile, was weiß ich, es gibt ganz viele verschiedene Pfeile. Hier ist die Lebensenergie, ich habe jetzt noch sechs Balken. Also sechsmal kann man getroffen werden. So, hier haben wir schon den ersten neuen Pfeil. Das ist so eine Art, ich würde mal sagen, Nadelfeil. Der ist wie so Schrotgeschoss. Also da kommen viele kleine Pfeile dran. Hier habe ich schon mal den nächsten. Das ist ein Fallenpfeil. So, ich zeige mal das gerade. Warte mal. Scheiße, das wollte ich jetzt gar nicht machen. Ich habe wieder zu lange gebraucht. Also dieser Pfeil, der legt eine Falle aus. Wenn der Gegner dann sich nähert oder drüber läuft, explodiert er. Machen wir mal gerade hier. So, wie gehe ich zurück? Ne, ich wollte rückwärts laufen. So, pass auf, jetzt. Oh, da kam gerade wieder ein Pfeil geflogen. Warte mal, ich nehme mal den hier. Oh, jetzt treffe ich den nicht mehr. Oh, jetzt hat er mich getroffen, der Arsch hier. Mann, ey, das nervt mich. Jetzt habe ich schon den ersten Balken hier weg, ey, aber ich bin manchmal reagiere ich noch zu langsam hier. Der Ritter haut gleich ab, der weiß hier, was Sache ist, ey. Diese Geister hier, die sind sehr hartnäckig. Die gehen nur. Na komm schon. Genau, die gehen nur kaputt, wenn man direkt ins Herz trifft. Also man kann hier auch über die Dächer und so. Wenn es mal sein muss. Ich gehe mal hier runter. Oh. Oh, da kommt direkt. Das waren mir jetzt erstmal zu viele. Manchmal ist es auch clever, den Rückzug erstmal anzutreten. Oh, oh, oh. Schnell nochmal darüber. Immer aufpassen. Also am besten manchmal auch die Pfeilauswahl aktivieren. Da hat man so eine Art Zeitlupenfunktion. Und dann kann man sich erstmal einen Überblick von der Lage verschaffen. So, der Ritter, der Ritter. Mich doch am Arsch, ey. Hier ist so viel los manchmal. Jetzt haben die mich zweimal getroffen, ey. Das. Oh, Alter, 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 ey. Jetzt
Jetzt habe ich schon zwei Lebensenergie weg. Scheiße. Also das Spiel ist schon schwierig. Vor allem, wenn man stirbt und dann fängt man wieder von vorne an. Das nennt sich, glaube ich, Rouge-like-Spiel. Irgendwie so. Hat aber was, auf jeden Fall. Bei modernen Spielen, sage ich mal, hat man immer wieder Save Points oder kann immer wieder das gleiche Level spielen. Und hier hat man wesentlich mehr zu verlieren. Schwitzt Blut und Wasser wirklich. Weil wenn man tot ist, ist man wieder am Anfang. Finde ich irgendwie geil. Hier ist ein Portal, da kommt man in so eine Art Unterwelt oder Pit oder irgend sowas. Und da gehe ich jetzt aber nicht rein. Da kommen direkt so viele Gegner und auch ziemlich hartnäckige Kameraden. Da war ich zweimal drin, bin jedes Mal verreckt. So, eine gute Taktik ist immer den Abstand zu diesen Menschen direkt zu verringern. Dann kann man direkt schöne Kopftreffer landen. So, gehen wir mal weiter. Ich habe jetzt 2600 Gold. Also ich brauche auf jeden Fall die Sprengpfeile, wenn ich den ersten Boss besiegen will. Aber erstmal hole ich mir jetzt hier nochmal ein Leben. Hier ist so eine Art Shop. Ich mir einmal Lebensenergie wieder für 2000. So, jetzt habe ich noch mal einen Balken mehr. Hier gibt es halt noch die anderen Pfeile. Die explosiven Fallenpfeile habe ich schon. Feuerpfeil. Das hier Kataklysm, das ist so ein Sprengpfeil. Und hier kann man noch mal sein Pfeilmagazin auffüllen. Also jeder Pfeil, außer der Standardpfeil, hat eine begrenzte Anzahl an Schüssen, ne? Ist auch direkt mal richtig viel los. Schwarzer Ritter, der braucht 3 Headshots, bis der kaputt ist. Da kam ein Pfeil geflogen. Jetzt direkt hier hinten an den ran. Boah, leck mich doch am Arsch, ey. Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Also das Spiel hat schon manchmal so seine Schockmomente, ne? Obwohl es jetzt nicht wirklich ein Horrorspiel ist. Aber es ist auf jeden Fall geil gemacht. Also mir gefällt das. Tracking, also das Aiming funktioniert auch einwandfrei. Man muss halt wirklich manchmal schnell reagieren. Das dauert jetzt wieder ein Pfeil, den ich abgewehrt habe. Der kann schon einstecken hier, der Schwarze, oder? Außer man macht einen Kopftreffer. Das gibt nochmal. Ich glaube, das Dreifache an Damage. Kopftreffer 605 Damage. Und ein Headshot, jawohl. Jetzt langsam werde ich hier mal warm, ne? Wird auch Zeit. Gehe ich mal hier hoch oder was? Echt lauern, ohne Scheiß. So, nochmal explosive Fallen. Habe ich schon. Nehme ich auch nochmal mit. Kann man ja nachher immer noch tauschen, wenn ich irgendwas Besseres finde. Könnt jetzt mal aber so ein Kelch hier droppen. Es gibt noch so ein Kelch, damit kriegt man noch mal eine Lebensenergie. Ach Scheiße, jetzt habe ich die Fallenpfeile verschwendet. Mann, ey, da muss man aufpassen.
Wollte ich mir eigentlich aufheben. Egal. So, jetzt gehen wir mal weiter. Ich glaube, nach der nächsten Burg kommt schon der erste Boss. Oh, 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 oh. Warte mal, hier ist richtig was los. Warte mal, jetzt kann man mal hier den Fallenpfeil ausprobieren. Das sind so Annäherungsminen. So, da ist noch ein schwarzer Ritter, aufpassen. Oh Mann, ey! Scheiße! Ich bin aus Versehen auf den Knopf hier gekommen und hab mich gedreht. Das wollte ich nicht. Wieder Energie verloren. Mann, ey. Ich könnte mir jetzt echt nur hier so einen scheiß Kelch fallen lassen. Aiming ist wirklich gut bei dem Spiel, ey, das ist so präzise. Ich mit dem Move-Controller spiele, also diesem Aim-Controller, zum Beispiel bei Firewall oder so, habe ich immer das Problem, dass der, dass die Waffe einfach anfängt zu wandern. Die dreht sich dann, obwohl das dann gar nicht zu der Position von der Waffe passt. Zwei Energie schon verloren. Ich brauche volle Energie, wenn ich auf jeden Fall den Sprengfall. So, das ist der Sprengfall. Jetzt habe ich natürlich kein Geld mehr, ne? Geld habe ich 1100. Ne, warte, was habe ich? Doch. Oh, ich kann hier eh keine Energie mehr kaufen. Ist nichts da. Kann ich jetzt nur hoffen, dass die Mönche hier einen Kelch droppen. Shit. So, mein Sprengpfeil. Ein Sprengpfeil verschwindet. Man behält immer die letzte Pfeilauswahl, das was man kauft oder aufsammelt. Das vergesse ich immer. Das ist ein bisschen nervig. Ich habe schon so viele gute Pfeile verschwendet, wo es nicht nötig gewesen wäre. Mann, ey, erstmal weg hier, erstmal weg hier. Hinten kommt noch einer. Yeah. Nein, oh fuck, Alter. Wann nervt ihr mich hier, ihr Arschlöcher, ey? Ich hab wieder ein Ding verloren jetzt hier. Klasse. Pisst euch doch mal, ey. So brauche ich nicht zum Endboss gehen mit 3 Leben. Ich bin langsam echt angepisst hier mit diesen Scheißrittern. Wenn man am Fighten ist, schleichen die sich an und... Schon ganz schön feige, ey. Nadelfeil brauche ich nicht. Was ist das hier? Nochmal Nadelfeil. Also meine Chancen gleich beim Endboss haben sich drastisch reduziert. Mit 3 Leben ist das schon ein bisschen schwierig. In die Fresse.
Nochmal in die Fresse. Warte mal, mein Headset hier ist irgendwie. Richtig so. Aber irgendwie sau wenig. Normal droppen die immer hier mal so ein Kelch. Oh Mann, ich muss jetzt erstmal hier weg, ey, sonst haben die mich gleich nochmal kaputt, ey. Also ich glaube, das sind gefühlt viel mehr Gegner wie beim letzten Mal. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich schon beim ersten Endboss war. Vielleicht ziehen die dann den Schwierigkeitsgrad ein bisschen an. Warte mal, hier komme ich gar nicht weiter. Hier muss ich lang. Oh, shit. Und noch mal einer weg. Ey, Mann, ey. Ich wollte gar nicht dorthin. Ich bin heute absolut total verpeilt, ey. Ich wollte schießen, habe aber den Teleportationsfeind ausgewählt. Und hat der scheiß Ritter mir direkt eine Kette verpasst. Schon wieder. Ich habe mich schon wieder teleportiert, obwohl ich es nicht wollte. Keine Ahnung, was hier halt los ist, ey. Ich müsste wahrscheinlich mal ein Bier trinken, dass ich ein bisschen entspannter werde. Zwei Lebensbalken noch. Ey. Komm, lass doch jetzt mal so einen scheiß Kelch fallen, ey. Meine Fresse, ey. Oh, shit. Warte mal, ich hole mal hier die Sprenger, Alter. Unglaublich. Bis jetzt noch nicht einer Kelch. Wo ich mir so Mühe gebe und immer in die Fresse schieße. Kein Kelch. Die wollen mich sterben sehen. Ja, da oben ist jetzt schon, oder? Ja, hier oben ist schon der Boss. Klasse. Also, Chance gleich null, das jetzt hinzukriegen. Leben. Und ich kann hier noch nicht mal ein Leben kaufen. Ich habe 34 Sprengpfeile. Oh Mann, ey. Ja, gucken wir mal. Geh direkt in die Pit. Was ist mit dem passiert? Guck mal, einfach umgefallen. Ich gehe direkt hier rein jetzt. Man kann hier oben noch die anderen kaputt machen, aber da habe ich jetzt auch nichts davon. Ganz schön abgehoben hier, ne? Komm, verpiss dich. Oh, shit. Oh, ich treffe nichts mehr jetzt. Na. Scheiße.
Ein Leben kriege ich jetzt nochmal. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt viel bringt hier. So, da unten ist er. Das ist ein ganz schöner Apparat, ey. Drei Leben. Ich muss ihn jetzt direkt. Der fängt jetzt hier gleich an, die Treppe runterzulaufen, wenn ich unten bin. Und sobald er unten ist, kommen von allen Richtungen hier wieder die Mönche und die Ritter. Und dann hat man eigentlich schon verloren. Wenn man anfängt, sich dann hin und her zu teleportieren, die schießen kreuz und quer Pfeile. Ich muss den jetzt direkt kalt machen, den Arsch. Direkt. Sprengpfeile. Ich hab'n. Alter, da fallen noch gerade die Ritter um. Wow! Das war knapp. Noch zwei Treffer und ich wäre weg vom Fenster. Also bei dem Kerl direkt draufhalten. Sprengpfeil und direkt Feuer frei. So, einmal Heilung. Das sind die Kelche, wo ich von geredet habe. Was haben wir hier für einen Scheiß? Das ist auch wieder so ein Scheiß. Nadelfall, den brauche ich nicht. Der ist scheiße. So, da gehen wir mal ins nächste Level. Geil. So, Freunde. Level 2. Wie viele Punkte habe ich denn überhaupt? Sehe ich nicht. 29.000. Also, hier war ich schon. Aber auch nicht weit. Also, meine Punkte waren gleich 35.000. Hier sind unheimlich viele von diesen kleinen Arschlöchern da oben. Ne, kleine Sprengpfeile, die brauche ich noch. Ey, ich habe ihn sogar getroffen. Guck mal, das fällt da runter. Ich gehe direkt wieder kaputt, glaube ich. Oh, was denn jetzt? Alter. Wie komme ich jetzt hier hoch? Warte mal, mein Kristall. Ja. Erstmal hier ein bisschen in Deckung gehen. Immer dicht an die Wände. Ja. Und da kommt schon die Pfeile. Ja, und getroffen oder was? Und von hinten auch noch, von hinten auch noch. Irgendwo ist noch einer. Da hinten, scheiße. Ich muss hier irgendwo hin, ich muss hier weg. Shit. Eigentlich geil gemacht hier, wirklich. Sieht geil aus. Sehr imposant. Ich weiß nicht, ich habe hier schon mal VR gespielt. Das muss man echt mal. Echt. Oh, einmal Heilung. VR ist so wirklich richtig geiler Shit, ey, ohne Scheiß. Also, das ist. Wer das noch nicht ausprobiert hat, dem kann man das schwer beschreiben. Es ist halt wirklich. Man ist in dem Spiel drin, ne? Nicht auf den Bildschirm gucken oder so. Es ist alles komplett dreidimensional. Man hat den Eindruck, man könnte es greifen. Oh Mann, dieser kleine blöde Fettsack, ey. Die teleportieren sich einfach hin und ballern dich weg, ey. Jetzt habe ich noch zwei Lebensenergie. Und schon wieder einer. Eine scheiß Hexe. Oh, ey, jetzt langsam geht's mir echt an die Nerven, ey. Weil das so viele Gegner sind, ey. Ja, getroffen. Oh. Die teleportieren sich und schießen dir direkt in die Fresse, ne? Tempest, das ist ein guter Pfeil, das ist ein guter Pfeil. Wo mach ich den hier? Nadelfall weg. Der hier trifft immer. Siehst du, geil, oder? Direkt zwei vom Himmel geholt. Das ist Amok. Hier, dieser. Warte mal, aufpassen. Dieser Pfeil hier mit der Galaxie, die sich dreht oder was das sein soll, der trifft immer direkt in die Fresse. Man muss nur so. Siehst du, die Richtung halten. Bam, durch Hindernisse durch. Weg ist die Hexe. Ich hole mir jetzt mal vorne den Kelch. Ich hoffe, dass mich keiner abballert.
Da oben ist schon wieder einer. Die Pfeile sind geil, die sind echt, das sind meine Lieblingspfeile. Es gibt noch einen anderen Pfeil, da schießt man drei Pfeile auf einmal, das ist auch ziemlich gut. Trifft man auch besser mit. Also das hier sieht schon mal noch geiler aus, das Level-Design. Ist alles ein bisschen heller. Schön mit Gold verziehen. Zieht euch mal die Fliesen rein, ey. Sieht richtig luxuriös aus. Gefällt mir gut. Zerbrochene Säulen. Da oben ist schon wieder einer. Oh, leck mich doch am Arsch. Der sieht mich und direkt wird... Da ist noch einer. Aufpassen. Diese kleinen Arschlöcher, ey. Dann kommt ein Mönch. Oh, direkt weg. Also dieser Pfeil ist Gold wert. Leider habe ich jetzt nur noch 20 Stück. Vielleicht sollte ich mich ein bisschen aufheben. Hammer, die Pfeile. So, jetzt haben wir schon mal 4 Leben wieder. Also sieht doch ganz gut aus. Ich hole jetzt aber nochmal die anderen Pfeile. Spar mir die ein bisschen. Gefällt mir echt viel besser wie das erste Level. Nur dieses scheiß Kirchengesang im Hintergrund geht einem irgendwann voll auf die Mütze. Oh, so Mönchgejodel. Oh, trifft doch. Headshot. Oh, nein. Oh, leck, drei Stück. Warte mal, dann nehme ich schnell wieder die Pfeile hier. Oben ist eine Hexe. Alter, überall. Noch einer da hinten. Mann, ey, das gibt's doch nicht, ey. Da ist noch einer. Hat mich auch noch nicht gesehen. Ah, sind die hässlich, ey. Guck mal, wie fett die sind. Aber wenigstens die mit einem Schuss kaputt. Teleportiert sich? Ja, komm ruhig näher ran, dann krieg ich dich besser. So, wie viel Geld habe ich denn? 8000. Ich muss jetzt hier rüber. Komm ich so weit? Jo. Erstmal kurz durchatmen hier. Einmal Blood of the Lamb. Das Blut des Lammes oder so. Jetzt habe ich wieder fast... Da ist nochmal Blut of the Lamb. Lammblut. Jetzt habe ich wieder volle Energie. Richtig geil, ey. Ich bin mal gespannt, ob ich das Level jetzt durchmache. So weit war ich bisher noch nicht. Ball of Lightning. Ich kenne nur Balls of Steel. Warte mal, was könnte ich denn rausschmeißen? Einmal Fallenpfeil weg. Und dann hole ich diesen Elektropfeil hier mit. Sonst noch was Geiles. Nee, weiter geht's. Kein Hauptgerät. Also das Spiel gefällt mir immer besser, ey. Ohne Scheiß, ich finde das Spiel so geil. Wie soll ich denn da rüberkommen, wie geil? Hä? Nee, da komme ich gar nicht hin. Ich muss doch aber da nicht weiter. Vielleicht muss ich höher erstmal. So, vielleicht geht's von hier. Oh shit. Ah, ich habe nur noch 5 von den Pfeilen.
Ja, man muss höher und dann kann man auch weiter sich teleportieren. Jetzt muss ich hier aufpassen. Bin mal auf den zweiten Boss gespannt, falls ich so weit komme. Shit, 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 shit. Mann, ich brauch den anderen Pfeil. Drei Leben verloren. So, was mache ich jetzt weg? Fallenpfeil bringt hier nicht viel, ne? Ich mach den Fallenpfeil weg. Ich habe jetzt den Pfeil, wo ich drei Pfeile auf einmal schieße. Den lasse ich jetzt auch ausgewählt. Jetzt habe ich drei Leben verloren, ey, scheiße. Dreimal getroffen. Der ist auch gut der Fall. Jetzt muss ich aufpassen, ey. Oh! Mann, ey! Alter, Alter, ey, es schockt mich immer wieder hier, ey. Ich habe einen gehört, hier oben ist ein Fettsack. Ich will zumindest den nächsten Endboss mal sehen. Aufpassen, aufpassen, da oben ist noch einer. Oh, der Idiot. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Ey, jetzt übertreiben es aber echt, ey. Oh, der Mensch darf natürlich auch nicht fehlen. Oh, leck, ey. Ey, da muss man manchmal wirklich erstmal durchatmen. Ich geh mal hier hoch, weil da oben ist noch so ein Fettsack. Na, was ist denn jetzt hier? Komm, geht nicht, scheiße. Ah, der kommt zu mir. Ich komme immer auf die scheiß Tasse, dass ich mich umdrehe. Aus Versehen, das will ich aber nicht. So. Oh, hallo? Überall sind die, ey. Das gibt's doch nicht, ey, sag mal. Wieder einer. Es hört nicht auf hier, ey, wirklich. Da oben noch welche. Oh, der hat mich getroffen, der Wichser. Alter, Alter, ey, das ist schon heftig, ey. Das sind. Nee, wollte ich nicht, wollte ich nicht. Ich muss jetzt hier erstmal weg. Das ist doch nicht normal, ey. Hier, erstmal in die Ecke. So, erstmal Luft holen.
Ah, ich hänge hier fest. Und ist noch einer. Zwei Leben noch. Also ich glaube, das wird nichts mehr. Wenn ich jetzt mal langsam jemanden Cache droppt. Komme ich jetzt überhaupt weiter hier? Ich muss hier hoch oder was? Oh Mann, ich hab doch gedrückt, ey! Das scheiß Schild hat nicht funktioniert! Ich brauch den Pfeil hier, so. Jetzt ist gleich rum, ey. Das nervt mich wie eine Sau, ey. Jetzt habe ich es soweit geschafft. Wie komme ich jetzt hier weiter? Oh, hier ist alles voll. Hier ist alles voll. Warte mal, ich hole mal vielleicht den Elektropfeil. Also ich habe gerade einmal noch ein Leben dazu bekommen. Wird aber auch nicht jetzt mehr viel rausreißen. Oh, oh, jetzt ist... Mann, spann doch das scheiß Ding jetzt, ey! Jo, jetzt habe ich wegen Tracking-Problemen bin ich kaputt gegangen, ey. Fuck! Dreimal so gemacht, spann da nicht, ey. Alter. Immer in so Situationen funktioniert die Scheiße auf einmal nicht. Das ist, glaube ich, wenn man zu hektisch wird. Keine Ahnung. Ich hätte jetzt gerne mal den nächsten Endboss noch gesehen. Scheiße. Naja, egal. Machen wir noch eine neue Runde nachher.